meine Damen und Herren, sehr geehrte Nationalräte und Nationalrätinnen, ich präsentiere Ihnen heute diese Revision des Urheberrechts. Das Urheberrecht ist technologieneutral, das heißt, man unterscheidet eigentlich nicht, welche Technologie zur Anwendung kommt. Und dennoch sind wir immer wieder mit technologischen Entwicklungen, mit der Frage konfrontiert, passt das heutige Urheberrecht noch oder muss es revidiert werden. Die letzte Revision wurde 2008 durchgeführt. Man hat dort schon erste Anpassungen an die Digitalisierung vorgenommen. 5 Jahre später wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sogenannte AGUR 12, die eben Empfehlungen abgegeben hat und zum Schluss gekommen ist, dass es nach wie vor Lücken hat, Schwachpunkte und dass es nach wie vor Anpassungen braucht an die technologischen Entwicklungen, ein Schwerpunkt lag bei der Pirateriebekämpfung. Gestützt auf diese Empfehlungen der AGUR 12 wurde ein Vorentwurf erarbeitet und in die Vernehmlassung geschickt. Dieser Vorentwurf hat viele Reaktionen ausgelöst. Wir haben über 1200 Stellungnahmen erhalten. Das ist nach meinem Wissen ein Rekord. Ich habe das bei keiner anderen Vorlage bis jetzt gehört oder erlebt. Fazit der Vernehmlassung: Revidieren ja, aber wie? Da gab es wahrscheinlich fast genauso viele Stellungnahmen und Vorstellungen, wie es Eingaben gab. Es stellte sich dann also die Frage, was machen wir vor diesem Hintergrund? Es wurde beschlossen, die AGUR 12 zu reaktivieren und sich alle wieder an einen Tisch zu setzen und einen neuen Kompromiss zu erarbeiten. Das ist jetzt auch effektiv erfolgt. Und die Revision, die jetzt dem Parlament unterbreitet wird, basiert auf diesem Kompromiss der betroffenen Kreise. Es enthält 2 Hauptstränge. Das eine ist die Pirateriebekämpfung und das andere verschiedene Maßnahmen, um die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Vor lauter Deutsch vergesse ich die Folien, aber Sie sehen hier die Kämpfe um diese ganze Digitalisierung. Ich werde Ihnen jetzt zuerst die Pirateriebekämpfungsmaßnahmen vorstellen, die in der Vorlage enthalten sind. Das erste ist das Stay Down. Im Internet finden Sie alles. Filme, Musik, wissenschaftliche Artikel, alles auf Knopfdruck. Einiges legal, aber einiges auch illegal. Das Problem ist, dass diese illegalen Angebote legale Angebote verdrängen bzw. ihr Entstehen verhindern. Es ist somit notwendig, dass legiferiert wird, um sicherzustellen, dass sich diese legalen Angebote auch entwickeln können. Wo greifen die Maßnahmen? Bei den Hosting-Providern. Die Hosting-Provider sind diejenigen, die Speicherplatz ihren Kunden zur Verfügung stellen und sie sind auch die, die heute schon reagieren, wenn ein Rechteinhaber sich darüber beschwert, dass im Internet ein Werk zu finden ist, das ihm gehört, aber für das er die Nutzung nicht genehmigt hat. Wenn ein Rechteinhaber kommt, gestützt auf die Selbstregulierung, dem sogenannten Code of Conduct Hosting, nehmen die Hosting-Provider das Werk runter oder melden es ihrem Kunden, damit er die notwendigen Maßnahmen treffen kann. Das funktioniert in vielen Fällen ausgezeichnet, aber nicht in jenen Fällen, wo der Hosting-Provider ein Geschäftsmodell verfolgt, das auf Urheberrechtsverletzungen basiert. In solchen Fällen wird zwar formell den Code of Conduct nachgelebt, indem die Werke effektiv entfernt werden, aber nur damit sie dann ein paar Minuten später wieder zur Verfügung stehen. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das wir durchbrechen möchten. Dafür hat man die Stay-Down-Verpflichtung eingeführt. Stay-Down bedeutet, dass die Hosting-Provider, die eine besondere Gefahr für Urheberrechtsverletzungen bringen, sicherstellen müssen, dass ein Werk, das einmal entfernt worden ist, nicht wieder hochgeladen wird und zur Verfügung gestellt wird. Es ist eine Regelung, die sehr eng ausgelegt wird. Sie soll nämlich dort greifen, wo effektiv ein Problem besteht. Also es geht nicht darum, sämtliche Hosting-Provider, auch jene, die sich heute schon korrekt verhalten, mit neuen Pflichten zu konfrontieren, sondern nur jene, die eine besondere Gefahr schaffen. Die besondere Gefahr kann in verschiedener Hinsicht bestehen, zum Beispiel, dass sie ein Preismodell haben, das
es fördert, dass sehr viele Zugriffe auf die Werke bestehen oder andere Sachen. Die Formulierung ist bewusst breit gewählt, damit man auch für späteren Entwicklungen Rechnung tragen kann. Die neue Regelung soll eine abschreckende Wirkung haben, indem es für einen Hosting-Provider nicht interessant ist, in der Schweiz zu sein, wenn er ein solches Geschäftsmodell verfolgt. Und er soll sich auch bewusst sein, dass, wenn er in die Situation kommt, dass er gerichtlich zum CDAM verpflichtet wird, dass er dann höhere Kosten hat. Die zweite Maßnahme betrifft die Datenbearbeitung. Mit der Vorlage soll klargestellt werden, dass Sie Daten bearbeiten dürfen, um strafrechtlich Urheberrechtsverletzungen zu verfolgen. Im Internet ist es sehr oft so, dass Sie eigentlich gar nicht wissen, wer hinter einer Urheberrechtsverletzung steht. Sie haben eine IP-Adresse, aber wer sich hinter dieser IP-Adresse versteckt, wird durch das Fernmeldegeheimnis geschützt. Um das Fernmeldegeheimnis durchbrechen zu können, müssen Sie ein Strafverfahren anstrengen und die Strafbehörden entscheiden dann, ob man dahinter schaut oder nicht. Heute ist es unklar, ob Sie diese IP-Adresse überhaupt sammeln dürfen, um es der Strafbehörde zu unterbreiten. Mit der neuen Regelung soll klargestellt werden, dass Sie für diese Zwecke die Daten-IP-Adressen sammeln, also dass Sie die Daten bearbeiten dürfen, zum Beispiel IP-Adressen sammeln. Was Sie in der Vorlage nicht mehr finden, sind Netzsperren. Die waren im Vorentwurf enthalten. Netzsperren funktionieren in zahlreichen Ländern im Zusammenhang mit dem Geldspielgesetz. Sie werden auch mit der Kinderpornografie eingesetzt. Im Urheberrecht mussten wir feststellen, dass in der Vernehmlassung ein sehr rauer Wind den Netzsperren entgegenwehte. Es gab sehr viel Opposition. Es gibt auch einen fundamentalen Unterschied zwischen dem Geldspiel und dem urheberrechtlichen Markt, im Sinne, dass wenn Sie ein Casino eröffnen müssen, wollen, brauchen Sie eine Konzession. Wenn Sie ein Musikgeschäft, ein Filmgeschäft, eine Buchhandlung eröffnen wollen, können Sie das ohne weiteres tun. Der Bundesrat hat deshalb auf Netzsperren in der Vorlage verzichtet, weil sie sonst die gesamte Vorlage gefährdet hätten. Was sich auch nicht ändert im Vergleich zu heute, ist, dass der Download für den privaten Gebrauch nach wie vor zulässig ist. Dies unabhängig, ob es aus legaler oder illegaler Quelle. Es geht also nicht darum, den Konsumenten zu kriminalisieren, sondern effektiv bei den Angeboten zu agieren. Wie ich es eingangs erwähnt habe, ist die Vorlage hat zwei Hauptstränge. Einerseits eben diese Pirateriebekämpfung und andererseits, dass man die Chancen der Digitalisierung nutzen möchte. Es gibt in der Vorlage mehrere Maßnahmen, ich werde Ihnen aber nur eine Auswahl präsentieren. Der Lichtbildschutz. Viele Angebote im Internet funktionieren heute hauptsächlich mit Fotografien. Sie haben Instagram, Flickr, Twitter, Facebook. Es gibt fast kaum noch eine Mitteilung, die nicht mit einem Foto ergänzt wird. Das Kopieren, Vervielfältigen von Fotos ist sehr viel einfacher geworden. Diese Situation ist für Schweizer Fotografen schwierig, denn es bedeutet, dass diese Arbeit, die sie erbringen, nicht entschädigt wird. Sie schätzen ihre Bilder und dann kann sie jeder für sich verwenden, ohne dass dafür eine Entschädigung nötig ist, obwohl es ja doch auch einen wirtschaftlichen Wert hat. Um dieser Situation zu begegnen, hat der Bundesrat der Empfehlung der betroffenen Kreise gefolgt und schlägt die Einführung des Lichtbildschutzes vor. Mit dem Lichtbildschutz sind nicht nur die Werke, also Foto mit einem besonderen Charakter geschützt, sondern sämtliche Fotos. Dieses Modell gibt es bereits in Deutschland und in Österreich. Mit der Einführung dieses Modells müssen natürlich die Nutzer, die bisher Fotos anderer Leute ohne Einwilligung genutzt haben, ihr Verhalten ändern. Sie haben aber auch Rechtssicherheit. Entweder nutzen sie ihre eigenen Bilder oder sie holen die Rechte ein. Man hört viel von einer befürchteten Abmahnwelle. Also das ist auch in Deutschland ein Phänomen, das man kennt, dass man dann vom Rechtsanwalt ein Schreiben bekommt und sagt, ja, man hat eins im Bild verwendet, was man nicht verwenden durfte, man muss das bitte aufhören und dann auch noch die Anwaltskosten übernehmen. Wir befürchten in der Schweiz, dass keine solche Abmahnwelle. Die
Rechtslage ist eine andere. In der Schweiz können Sie vorprozessuale Kosten nicht einfach so überwälzen. Von dem ist es wirtschaftlich auch gar nicht interessant, solche Schreiben zu verschicken, wie das in Deutschland zum Teil gemacht wird. Eine weitere Maßnahme ist die Video-on-Demand-Vergütung. Das Internet hat neue Nutzungen ermöglicht. Sie gehen nicht mehr in die Videothek, sondern Sie sitzen vom Fernseher oder vom Computer, Sie laden herunter oder Sie streamen. Was man feststellt, ist, dass viel mehr gestreamt und gedownloadet wird, die Einnahmen dort steigen, aber die Urheber von diesen Einnahmen eigentlich nichts oder nicht viel sehen. Man hat festgestellt, dass eine Verbesserung des Systems dann besteht, wenn zwar die Produzenten die Verwertungsrechte bei sich haben, also sie entscheiden, mit wem und wo und auf welcher Plattform das Werk erhältlich ist, die Entschädigung aber nicht über die lange Kette der Plattformbetreiber, über den Produzenten und weitere Mittler bis zum Urheber zurückgeht, sondern über die kollektive Verwertungsgesellschaft eingezogen wird. Das ist heute zum Teil schon gelebte Praxis, aber nicht überall. Es gibt einzelne ausländische, international tätige Gesellschaften, die sich dieser Praxis nicht bewusst sind, diese auch versperren. Und wenn man es im Gesetz verankert, ist es möglich, auch in diesen Bereichen dieses besser funktionierende Modell zu haben. Eine weitere Maßnahme ist die Verlängerung der Schutzfrist für verwandte Rechte. Diese Maßnahme verbessert die Situation der Interpreten und der Musik- und Filmproduzenten und verlängert die Schutzfrist von 50 auf 70 Jahre. Was bedeutet das für den Konsumenten? Wie Sie auf der Folie sehen können, nichts. Sie haben hier zwei Rolling Stones Alben, das eine mit noch Urheberrechten, das andere sind die Urheberrechte schon abgelaufen, der Preis auf dem Markt ist der gleiche. Das heißt, die Werke werden für den Konsumenten nicht teurer, aber die Verteilung der Einnahmen in der Verwertungskette ist nicht die gleiche. Wenn die Rechte abgelaufen sind, gehen die Gelder ausschließlich an die Produzenten. Wenn die Rechte weiterhin gelten, hat auch der Urheber Anspruch auf einen Anteil. Weiter wird damit eine Vereinheitlichung des Rechts mit der EU im Bereich der Musik erzielt. Eine weitere Maßnahme, die ich Ihnen kurz präsentieren möchte, sind die erweiterten Kollektivlizenzen. In der Vergangenheit hat der Vertrieb von Werken sehr viel Geld gekostet. Sie mussten CDs, DVDs produzieren, sie mussten diese irgendwo lagern. Heutzutage sind diese Kosten weitgehend entfallen. Sie haben alles auf Ihrem Computer, auf Ihrem iPod. Und das führt dazu, dass man ein breiteres Angebot nutzen und verwerten kann. Ein Hindernis besteht aber noch, der Erhalt der Rechte. Wenn ich Ihnen ein Beispiel mache. Sie sind ein Museum und haben ganz viele historische Bilder. Sie möchten diese digitalisieren, verwerten. Der Ertrag wird voraussichtlich gering sein. Wenn Sie jetzt für jedes einzelne Bild die Rechte einholen müssen, haben Sie so viele Kosten, dass der kleine Ertrag sowieso schon im Minusbereich ist. Mit der erweiterten Kollektivlizenz sollte es aber möglich sein, dort die Rechteeinholung zu vereinfachen und solche Nutzungen zu ermöglichen und diese Kulturwerke der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Die skandinavischen Länder haben schon sehr gute Erfahrungen gemacht mit dieser erweiterten Kollektivlizenz. Es funktioniert grundsätzlich so, wenn Sie jetzt eben ein besagtes Museum sind, dann gehen Sie zur kollektiven Verwertungsgesellschaft, sagen, welche Werke Sie da verwenden möchten, geben Ihre Entschädigung der kollektiven Verwertungsgesellschaft, die Sie dann auch wieder verteilen. Für die betroffenen Urheber besteht die Möglichkeit eines Opt-outs, also keiner wird gezwungen, sein Werk zur Verfügung zu stellen, wenn er das nicht wünscht. Der Revisionsentwurf, den Sie vor sich haben, ist jetzt keine Revision, die die Diskussionen im Urheberrecht abschließen wird. Also es wird weiterhin Diskussionen geben. Wir sind aber überzeugt, dass es ein Paket ist, das die verschiedenen Interessen berücksichtigt und unter einem gemeinsamen Hut bringt.
Der Revisionsvorschlag enthält einzelne Forderungen oder Wünsche der betroffenen Kreise nicht. Ich denke da zum Beispiel an das Zweitveröffentlichungsrecht, Verleihrecht, Netzsperren. Es ist nicht, dass diese vergessen gegangen sind, sondern in den Diskussionen, um ein ausgeglichenes Paket zu finden, wurden sie eben ausgeschlossen. Das heißt, dass die betroffenen Kreise andere Forderungen höher gewichtet haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf das Zweitveröffentlichungsrecht zurückkomme, wenn Sie genau hören, die betroffenen Kreise, die das fordern, sagen gleichzeitig, sie sind sehr zufrieden, dass es eine Wissenschaftsschranke gibt in der Vorlage, dass es eine Schranke gibt für Inhaltsverzeichnisse und all diese Sachen, aber zusätzlich hätten Sie gerne das Zweitveröffentlichungsrecht. Solche Aussagen könnten Sie von fast allen betroffenen Gruppen hören. Aber wie einleitend gesagt wurde, wenn alle mäßig unzufrieden sind, ist man wahrscheinlich auf dem guten Weg. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit einen Kurzüberblick über die Revisionsvorlage geben konnte und freue mich auf die Diskussion.